Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und wie ihr sehen könnt, bin ich wieder zurück in Deutschland. Und Leute, es tut mir sehr leid, dass in letzter Zeit wenig kam, war aber einfach echt nicht machbar. Aber ab jetzt geht's wieder weiter mit regelmäßigen Videos, versprochen. Und wir fangen hier direkt an heute mit einem Opening. Hatte ich euch ja versprochen in meinem letzten Video. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt hier unten auschecken. Ich war in einem richtig, richtig coolen Yu-Gi-Oh! Laden in Vietnam. Mega geil. Ein richtig krasser Nerd-Traum. War einfach der Oberhammer. Und da, in diesem Laden, habe ich mir ein Display gekauft. Ein Display aus dem OCG. Das heißt, bei uns kam es noch nicht raus. Und zwar machen wir heute zusammen auf Cyberstorm Access. Das Display, was bei uns erst im Mai, glaube ich, erscheinen wird. Das ist sehr, sehr cool, weil wir jetzt einfach schon mal einen kleinen Blick kriegen, wie die Karten so aussehen, die wir dann auch bald bekommen. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Aber das ist nicht alles. Wir haben noch mehr richtig coole Sachen bekommen. Ich habe mich da sehr gut mit dem Besitzer des Ladens verstanden. Und der hat mir echt ein paar Sachen noch so ja, mitgegeben. Ich meine, hier so eine echt geile Tüte. Ich meine, klar, um die Sachen irgendwie zu transportieren, aber finde ich wirklich ultra cool. Also richtig, richtig nice. Dann, weil es halt in Vietnam, beziehungsweise in Saigon, wo ich war, halt extrem heiß ist. Auch hier zwei Fächer, falls einem ja, zu warm sein sollte. Auch richtig, richtig cool. Und dann noch irgendwie das hier. Ich weiß tatsächlich nicht, was es ist. Ist auf jeden Fall das Rettungskaninchen drauf. Sieht sehr geil aus. Wir machen das einfach mal. Wobei, wir machen das gleich zusammen mal auf, dass man es richtig sieht. Und dann natürlich, neben dem Display, das große Highlight. Die Frisur von Yugi. Ich weiß nicht. Steht mir das oder steht es mir nicht? Ich finde auf jeden Fall, es steht mir sehr, sehr gut. Werde ich jetzt, glaube ich, immer tragen. Sehr, sehr cool. Und ja, Leute, bevor ihr noch weitere coole Frisuren von mir angucken müsst, würde ich sagen, starten wir mal direkt ins Video. Aber bevor es wirklich losgeht, lasst mir sehr gerne Like, Kommentar und Abo da. Checkt auf jeden Fall auch unten den Link zu Gate to the Games aus. Würde mich sehr freuen. Und jetzt ist wirklich genug gelabert. Lasst uns direkt loslegen mit dem Opening von Cyberstorm Access aus dem OCG. Ich freue mich. Los geht's. So Leute, hier ist das gute Stück, aber bevor wir damit anfangen, gucken wir uns auf jeden Fall mal nochmal diese anderen Sachen hier von näher an. Hier die beiden, die beiden Fächer, falls einem zu heiß ist, richtig, richtig nice. Also finde ich wirklich, also ich weiß gar nicht, ob es sowas bei uns gibt, mega cool. Einfach, ich feiere jede Art von Yu-Gi-Oh! Merchandise irgendwie. Hier nochmal die ultra coole Tüte, finde ich auch einfach ultra nice, auch mit diesem geilen Artwork drauf. Und ja, wie gesagt, bei dem Ding hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Der hat mir das einfach mitgegeben und meinte, hey, hier, viel Spaß. Und keine Ahnung. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ich habe wirklich gar keinen Plan, was das ist. Vielleicht ist es auch dumm, das jetzt aufzumachen. Ich hätte das zulassen sollen, aber ich habe ja noch eins. Das lasse ich dann zu. Okay, es fühlt sich irgendwie auf jeden Fall relativ weich an. Okay. Ich weiß wirklich, also vielleicht bin ich auch gerade einfach richtig dumm und check's nicht. Sieht aus wie so eine Art Briefumschlag. Also, dass man hier halt dann was, also, ja, mega cool. Also, feiere ich extrem. Sieht einfach also so ultra schick aus. Viel zu schön. Oh, das sieht wirklich aus wie Briefumschläge, ne? Also, oder kann man die drin in Karten verschicken oder keine Ahnung. Ja, sieht auf jeden Fall ultra cool aus. Nice. Ich weiß nicht, ob ich meine Briefe in Zukunft damit verschicke, weil ich finde es einfach viel zu schön dafür. Vor allem, weil in jeder Packung ja anscheinend drei Stück drin sind, aber richtig, richtig nice. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem, warum wir alle hier sind. Und zwar zu dem Display Cyberstorm Access. Ich bin richtig aufgeregt, ich habe richtig Bock, denn ich habe noch nie ein Display aus dem OCG in der Hand gehabt, geschweige denn aufgemacht. Es wird wahrscheinlich ähnlich nervig sein hier mit dem Plastik. Das erstmal aufzukriegen ohne eine Schere oder so. Ich bin natürlich wieder super smart und habe mir keine Werkzeuge zur Hilfe genommen, aber es geht anscheinend auch mit den Händen. Und ja, Cyberstorm Access, ich weiß tatsächlich kaum, was da drin ist. Ich habe mich damit im Set gar nicht beschäftigt, weil das bei uns halt auch echt noch zwei Monate hin ist, bis das kommt. So, ich mache mal die Kamera ein bisschen gerade. So, und ja, sieht auf jeden Fall richtig cool aus und ich würde sagen, wir gucken direkt mal rein. Oh, okay, geil. Hier ist eine. Ist das eine. Ist hier eine Karte? Nee, das ist. Ach, das ist hier nur drauf. Aber doch. Oh,
Okay, hier ist irgendwie noch so ein. Ist das dieser Token? Das ist ja ultra nice. Das gucken wir uns auf jeden Fall direkt mal an. Also, wenn es Token in Displays gäbe, das wäre ja auch ultra cool. Und man sieht auch so die Packung, wobei die ist jetzt kein gutes Beispiel, das gucken wir uns hier für einen anderen an, aber die Packungen sind echt anders als bei uns. Hier nichts kaputt machen oder so. Okay. Ja, man sieht schon, hier ist echt eine Karte drin. Und es ist doch dieser Token, oder? Nein, oh wow, krass. Eine Promokarte? Crazy, ich verstehe halt gar nichts, warum die hier drin ist, was das ist, aber ja, mega geil. Wie gesagt, ich kenne mich null aus mit OCG-Sets, aber einfach schon mal so eine Ultra-Rare for free dazu bekommen, finde ich schon mal richtig geil. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera seht, ich finde dieses Ultra-Rare sieht ein bisschen schwächer aus als bei uns. Also bei uns sehen die Ultra-Rares ein bisschen, ja, leuchten gefühlt ein bisschen kräftiger, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Okay, das ist natürlich schon mal richtig cool. Ja, und jetzt fangen wir einfach mal mit dem Display an. Also es fühlt sich an, als wäre es dünner, als wären hier vielleicht weniger Karten drin. Sieht man das hier irgendwo? Jetzt zumindest nicht so auf die Schnelle. Aber ja, doch, hier steht wahrscheinlich ein Pack und der hält 5 Karten oder so. Wobei hier oben steht was von der 9. Wir werden es sehen. Und wie man sieht, sehen die wirklich ganz anders aus als bei uns. Sind anders irgendwie zugemacht und ich weiß nicht, ob das jetzt hier der beste Weg ist, die so aufzumachen, wie ich es mache, weil es fühlt sich echt, es geht richtig schwer auf. Ich glaube, ich muss mir doch mal eine Schere holen und die Packs hier oben aufschneiden, damit das Video nicht irgendwie 2 Stunden geht. So Leute, ich bin wieder da, hab eine Schere parat und ja Leute, ey, es tut mir voll leid, wenn ich hier irgendwie super unprofessionell die Sachen aufmache. Und da, boah, das wird jetzt ja auch ultra lange dauern, aber wir gucken einfach trotzdem mal. Ja, das ist unser erstes OCG-Pack, was wir aufmachen. Oh, stimmt. Hier sind neue, wie heißen die? Sternritter, Sternwandel, irgendwie so. Auf jeden Fall sehr, sehr cooles Rang 4-Deck. Die kriegen echt coolen Support. Das hier weiß ich gar nicht, was es ist, ehrlich gesagt. Ich packe die Karte hier auch mal zur Seite. So. Das hier ist, ich glaube, das ist auch irgendwie wieder für ein Cybers. Für Cybers. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Bei der Karte, die sieht richtig geil aus. Dieses Artwork mit diesem Spiegel, der zerbrochen ist. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich weiß aber auch leider nicht, für welches Deckthema das ist. Und dann haben wir hier als Rare, Rares gibt es ja bei uns in Hauptsets gar nicht mehr, so ein Drachen. Ich habe mir den schon mal durchgelesen, als er angekündigt wurde. Aber keine Ahnung, ehrlich gesagt, was er kann. Ja, sehr, sehr spannend. Und es waren, wie ihr gesehen habt, wirklich nur 5 Karten, ne? Ja, wirklich nur 5 Karten pro Booster. Dann weiß ich nicht, was die 9 hier oben bedeutet. Aber gut, dann sind hier wahrscheinlich aber auch auch mehr Text drin. Ne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja. Oh ja, das hier ist natürlich eine echt krasse Sache. Mana Dome, neues Deckthema, was bei uns auch bald rauskommt und viele sagen, dass es auf jeden Fall krasses Metapotenzial hat. Das Ding hier sieht auf jeden Fall richtig geil aus, so ein fetter Dino. Ich glaube aber, dass der nicht mal Dino ist, könnte auch eine Maschine sein, aber sieht super cool aus. Das hier ist guter Pendel-Support, glaube ich. Ich habe mal Nifska darüber reden hören, dass er meinte, die Karte ist echt geil. Oh, und hier haben wir unsere erste Holo-Karte. Und zwar ist das hier eine neue Despia-Karte. Sieht auch richtig geil aus, wie der hier lässig in seinem Thron sitzt. Sehr, sehr nice. Und dann noch eine Rare. Witzig, dass eine Rare anscheinend immer drin zu sein scheint. Das hier ist, glaube ich, die Field Spell von Mana Dome. Sehr, sehr cool. Boah, ja. Also für mich ist es hier echt auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung, weil so OCG-Packs, ja, es ist halt wirklich was anderes. Leider dauert es ein bisschen lang, die Booster so aufzumachen. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Noch eine Mana Dome-Karte. Sieht auch sehr, sehr cool aus, finde ich. Oh, und das hier ist eine neue Melfi-Karte. Und ich glaube, im OCG ist Melfi durch diese Karte auch unter anderem wirklich, wirklich ein Top-Tier-Deck, weil die halt ein unaffected Boss-Monster hinlegen, was halt echt gut ist und die auch noch mehr machen können. Also, Melfi, muss man auf jeden Fall aufpassen. Hier eine neue S-Force-Karte, sehr, sehr cool, dass die in den Link 1 bekommen, weil ich finde das Deckthema irgendwie nice. Ich habe mir auch irgendwann mal die Searcher-Karte und die Fieldspell geholt, weil ich auch dachte, ey, wenn das Thema irgendwann mal gut wird, wer weiß. Und hier, ja, das ist natürlich ein krasses Highlight.
Der neue Super Heavy Samurai Support. Ultra gut. Ich habe ihn noch nicht getestet und ich weiß noch nicht ganz genau, wie die Kombos funktionieren, aber sehr, sehr viele Combo-Decks nutzen das und machen damit kranke Boards. Also das ist echt heftig. Und das hier finde ich persönlich sehr geil. Mega nice. Eine neue Amazement-Karte. Super, super cool. Feier ich sehr. Amazement, sehr, sehr cooles Trap-Deck. Kann momentan auf gar keinen Fall mit sowas wie Labyrinth oder Trap Tricks mithalten, aber trotzdem, ich habe das Deck sehr gerne gespielt, als es rauskam, und ja, werde das bestimmt auch wieder probieren mit dem neuen Support. So, das hier ist, glaube ich, auch eine Mana Dome Karte. Ja, hier auch ein sehr witziges Deckthema von den Artworks. Nemuriliana oder so, der Dream Emeriliana, ich weiß nicht, wie es bei uns heißen wird. Auf jeden Fall gibt es ein kleines Mädchen und die sieht anscheinend in ihren Träumen irgendwelche Monster aus Süßigkeiten und das ist halt das Deck. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert so richtig. Das hier, keine Ahnung, ob es einfach irgendeine Generic-Karte ist, sagt mir gar nichts. Und hier haben wir, ja, was ist das für eine Karte? Könnte so dieses, Solafocord oder wie es heißt denn? Durch hier wegen der, wegen der Noten, aber ich weiß es wirklich nicht. Ja, und hier noch eine Mana Dome Karte mit unserem guten alten Visas Starfrost. Sehr nice. So, es sind echt noch einige Packs, aber ich glaube, hier muss ich mir jetzt auch ein bisschen Zeit nehmen, so ist es leider. Wer vielleicht nur sehen will, was ich am Ende gezogen habe, der kann auf jeden Fall vorspulen, da gehe ich nochmal über alle Highlights drüber so. Aber ja, viel schneller geht es gerade leider nicht. Ich habe hier das auch Super Heavy Samurai, sehr cool. Das hier ist neuer Spirit Support, meine ich, auch sehr cool. Ich habe hier dieses Fusions-Ninja-Thema mäßig, ich weiß gerade leider nicht ganz, Doppel-Avatar, genau, Doppel-Avatar heißen die. Hier noch eine Melfi-Karte, sehr, sehr cool, die beiden Evolis da. Ich bin echt gespannt, wie das Deck bei uns performen wird. Und als Rare haben wir noch eine von den neuen Support-Karten für dieses Stern-Saval-Blablabla-Deck. Ich weiß gerade wirklich leider nicht, wie das Deck-Thema heißt, also bitte seht es mir nach, Leute. Ja. So, dann hier, das sieht auch aus wie ein Super Heavy Samurai. Das hier ist, glaube ich, Infinite Track Support. Stufe 5 Erde. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist nicht so ultra gut. Die hatten wir schon gesehen. Oh ja, das hier ist, glaube ich, auch eine Generic Karte. Ich glaube, die ist irgendwie ganz gut für Trap Decks oder so. Ich glaube, man kann irgendwie eine Trap vom Deck, die von den obersten 5 Karten irgendwie setten oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ganz witzig. Und hier noch so eine Albas Lore Karte. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Albas, Tri Brigade, wie auch immer. Sehr nice. Und ja, also es ist wirklich einfach krass, wie ich aber einfach bei manchen Karten wirklich gar nicht weiß, was es ist, weil ich mit dem Namen nichts anfangen kann, natürlich, weil ich kann halt kein Japanisch, aber trotzdem sehr, sehr cool. Nochmal Super Heavy Samurai, hier nochmal für das neue Deckthema, die Karte, von der ich nicht wusste, was es ist. Das hier sieht aus wie so Firewall Support. Sieht irgendwie weird aus, die Karte, weil das hier unten so komisch animiert ist. Und, oh, okay, ja, okay. Die Karte, über die wurde sehr viel gesprochen, als sie angekündigt wurde. Ich glaube, sie ist schwächer, als viele dachten. Aber diese Karte ist crazy, wenn man sie aktiviert hat, ab dann jede Runde 2 Karten ziehen darf. Man darf 2 Normal Summons machen. Man kann aber keine Monster-Effekte mehr in der Hand benutzen für den Rest des Duells. Sehr, sehr spannende Karte. Also es wird bestimmt Leute geben, die da witzige Decks mitbauen. Ich finde es auf jeden Fall super, super cool, gerade für Control-Decks. Sehr, sehr nice. Leider für sowas wie Labyrinth oder so nicht relevant, weil ja, die Lady aus der Silberburg, die will man aus der Hand aktivieren und specialen. Aber andere Fallendecks können damit vielleicht mehr anfangen. Oh ja, hier neuer Firewall Support. Ich glaube, der ist auch echt ganz cool. Also generell für Cyburst einfach. Hier noch mehr Mana Dome. Ja, das ist, glaube ich, hier die gute Pendelkarte. Das hier sieht auch irgendwie so nach Signet Support oder so aus. Und dann haben wir hier eine B-Trooper-Karte. Sehr geil. Diese Karte ist super für B-Trooper. Sehr gutes Instant-Fusion-Target. Sucht uns eine B-Trooper-Karte. Kann eine gebannischte B-Trooper-Karte zurückholen. Ultra cool. Sehr, sehr gutes Target. Vielleicht lohnt sich dann sogar echt eine Poli zu spielen in dem Deck. Ich bin mir nicht ganz sicher. Werde ich mit rumtesten, wenn das bei uns auch rauskommt. Aber sehr, sehr cool. Also B-Trooper, dass die noch Support bekommen, feiere ich sehr. Ich meine, es kam ja jetzt auch im letzten Set schon ein ganz guter Insekten-Support raus.
dieses eine dicke Monster, was irgendwie, ich glaube, das kann irgendwie das ganze Feld schießen oder so. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hier nur noch mehr Super Heavy Samurai, haben wir schon gesehen. Die haben wir auch schon gesehen für Mana Dome. Den coolen Dino haben wir auch schon gesehen. Das hier ist eine Neuauflage von Ruf der Gejagten, heißt die hier, glaube ich. Die Oldschool hat. Und hier kann man aber zwei Monster rufen von seinem Friedhof. Sehr interessant auf jeden Fall. Und das hier sieht aus wie Libromancer. Ja, Libromancer Support. Auch auf jeden Fall sehr nice. Ich bin gespannt, wie das hier mit den Rarities ist, weil es ist bestimmt anders als bei uns. Und ich frage mich halt, ob es hier auch so ist, dass man irgendwie zwei Secret Rares safe hat oder ob das hier gar nichts safe ist. So, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Hier haben wir auf jeden Fall wieder Super Heavy Samurai. Hier haben wir das andere Monster aus dem Traum von dem Mädchen, irgendwie so ein Schokoladen-Echsen-Ding. Sieht auf jeden Fall, ich finde die Artwork schon sehr cool. Nochmal die neue Melfi-Karte. Das hier sieht nach einer Su-Ship-Karte aus. Und hier haben wir, ja, irgendein Drachen-Ding, ist bestimmt ein Cyberverse-Monster, sieht auf jeden Fall so aus. Ja, weirdes Ding, aber gut, ich meine, das Ding hier ist Cyberstorm Access, also hier wird wahrscheinlich super, super viel so ein Support drin sein. Ich meine, es ist ja schon Firewall-Dragon, also dieser neue Firewall-Fluid-Dragon oder so heißt der, glaube ich, ist ja schon drauf, von daher, ja. Okay, hier haben wir einmal diese Karte wieder. Wir gerade eben schon, bei der weiß ich wieder nicht, was es ist. Das wieder das Link 1 Monster von S-Force. Das hier, ich glaube, das ist die Karte, die heißt Trap Track. Die ist spannend, weil man kann ein Monster bei sich zerstören und dann eine Falle von seinem Deck setten und die dann noch aktivieren. Ist schon irgendwie spannend. Und als Rare haben wir, ja, das gehört auch zu diesem Thema von dem Mädchen, was schläft. Da sieht man das Mädchen. Es gibt das Mädchen auch als Pendelkarte. Ist ein komisches Deckthema, aber ich, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Potenzial hat, ich habe mich wenig damit beschäftigt, ich finde nur, dass die Artworks ganz cool sind. Da wurde jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, oder so gestern oder heute, sogar nochmal ein neuer Support angekündigt, bin ich sehr gespannt. Hier wieder Mana Dome, wieder der Spirit Support, Doppel-Avatar Support, die Karte, keine Ahnung, was die macht, und wieder dieser weirde Dragon. Bis jetzt haben wir auf jeden Fall, glaube ich, noch keine, bis auf die Promokarte, noch keine Ultra Rare oder so gehabt. Deswegen, ich bin mal gespannt und ich würde auch super gerne einfach mal sehen, wie hier die Secret Rares und so aussehen. Deswegen hoffe ich, dass wir da was ziehen. Hier wieder Super Heavy Samurai. Die haben wir auch schon oft gesehen. Die auch. Die haben wir noch nicht gesehen. Boah, zu was könnte das gehören? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eine Counter-Trap auf jeden Fall. Das ist schon mal immer ganz cool. Und als Rare haben wir eine Karte, wo ich leider auch gar nicht weiß, wo sie zugehört. Könnte Mikanko. Ja doch, ich glaube, das ist Mikanko. Null Angriff, null Verteidigung, das wird Mikanko sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Also da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. So, nächstes Pack. Die haben wir auch schon gesehen. Also man sieht, vieles doppelt sich jetzt schon. Den Schoko-Dude haben wir auch schon gesehen. Die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal. Das hier gehört auch zu diesem Süßigkeiten-Thema. Leider sind es keine mal deutsche Karten, das wäre bestimmt auch ganz cool gewesen. Aber ist auf jeden Fall sehr ähnlich, zumindest von dem mit den Süßigkeiten und so. Und hier haben wir eine Quick Play Spell. Aber ich kann auch nicht so richtig sagen, wozu die gehört. Könnte irgendwie Albas sein, könnte Scareclaw sein, ich weiß es wirklich nicht. Wirklich viele Karten, bei denen ich ein paar Fragezeichen habe. Aber spätestens im Mai, wenn die Karten bei uns rauskommen, werden wir alle mehr wissen. Oder man geht halt auf Card Cluster oder so und checkt die Spoiler aus. So, den haben wir gefühlt schon 5 oder 6 Mal vorne bei Packs gehabt. Die Mana Dome Karte, die hatten wir auch schon super oft. Die hatten wir auch schon sehr oft. Boah, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das gehört auch zu Mana Dome, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und den haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist auch ein super Heavy Samurai. 3500 Verteidigung. Nice. Gutes Ding auf jeden Fall. Also, wie gut der Effekt von dem ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der neue Support auf jeden Fall ultra stark ist. Also, für Combo-Decks mega krass. So, hier wieder eine Mana Dome Karte. Die sehen sich natürlich auch alle sehr, sehr ähnlich, weil es einfach immer Kugeln sind mit irgendwas drin. Wieder der Infinitrack-Typ. Dieses Cybers, Hexe, keine Ahnung. Und das hier sieht auch wieder nach so einer Solar-Focord-Karte aus. Ich weiß nicht, ob das Deckthema so heißt. Oh, und unsere erste Ultra Rare. Ja, das ist eine Ultra Rare. Sieht sehr nice aus, sehr cool. Das ist die Karte, die man in Albas auch spielen kann. Das ist eine Albas-Karte, aber die vor allem auch cool ist für das Ritualmonster.
weil man die Karte hier auf den Grave legen kann und in der Endphase noch was bekommt und so. Mega, mega cool. Eine Stufe 12 Target für Ritual-Decks und ein cooles Synchro-Monster. Nice. Sehr, sehr cool. Also die Ultra Rares sind auf jeden Fall auch echt nice, aber die sehen wirklich, wirklich anders aus, muss ich sagen. Ja, so. Aber ich muss sagen, gar nicht unbedingt schlechter. Einfach wirklich, man sieht einfach, dass es was anderes ist. Hier wieder diese Manadome-Karte, die haben wir auch schon ganz oft gesehen. Oh, das hier haben wir auch schon oft gesehen. Und oh, Leute. Ich weiß nicht, wie selten der ist, aber ich finde, das Ding sieht so geil aus. Also wirklich optisch. Für mich persönlich 10 von 10. So ein ekelhaftes Monster. Ich meine, was ist das? Hier sind irgendwie Hände und da sammelt irgendwas, das Maul, da irgendwie. Also wirklich geil. Props an Konami, dass sie auch solche widerwärtigen Monster noch machen, weil es gibt halt so viele so süße Anime-Karten und so, aber dass sie sowas gemacht haben, voll geil. Und das Ding ist auch noch obendrein echt gut. Es ist ein generisches Stufe 10 Drache-Monster, was entweder ein Schuss oder eine Monster-Negation sein kann. Also ultra stark, sehr geile Karte. Freue ich mich sehr, dass wir die gezogen haben. Ist für mich auf jeden Fall eins der Highlights. Sehr, sehr geil. Auf die freue ich mich auch tatsächlich sehr, wenn die bei uns rauskommt, weil wenn man die irgendwo spielen kann, ist die sehr, sehr gut. So, dann haben wir wieder den Dude hier. Den hatten wir auch schon öfter. Wieder eine Mana-Dome-Karte, wieder eine Melfi-Karte. Oh, die hatten wir, glaube ich, noch nicht. So eine Mana-Dome-Karte. Ich weiß nicht, ob es ein Searcher ist oder so. Und ja, die haben wir auch noch nicht. Und ich glaube, die ist echt cool. Das hier ist, glaube ich, sehr guter Cyber-Support. Ich glaube, irgendwie, wenn ihr auf den Grave geht, kann man ein Cybers von der Hand special oder irgendwie oder vom Deck. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist es eine echt gute Karte. Ich habe die irgendwann mal durchgelesen und dachte so, ja, ganz ehrlich, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So, es sind gar nicht mehr so viele Packs, irgendwie noch 8, 9 Stück oder so, würde ich schätzen. Also wir sind bald durch. Die haben wir schon gesehen. Die haben wir auch schon oft gesehen. Die haben wir auch schon oft gesehen. Oh, die hatten wir noch gar nicht. Ich glaube, hiermit kann man die Synchro-Beschwörung machen in Albas. Sehr spannend. Das sieht auf jeden Fall auch geil aus. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo es mit dem Deck noch hingeht. Und dann haben wir hier das neue Virtual World Monster. Finde ich persönlich, sieht sehr, sehr cool aus. Ist kein guter, also kein Ersatz, der gut genug ist für den True King of All Calamities. Aber trotzdem nice aussehende Karte auf jeden Fall. So. Nächstes Pack. Und mal sehen, was wir hier haben. Wir haben noch keine Secret Rare oder so gezogen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob es das hier so überhaupt gibt. Ob das so, ja, normal ist. Auf jeden Fall wieder die Karte, mit der wir schon ganz oft angefangen haben. Wieder die Spirit Support Karte. Das gute Pendel Support Monster. Und hier haben wir, oh ja, die Karte finde ich persönlich sehr nice. Eine Dinomorphia-Karte, die Monster-Effekte annullieren kann als Counter-Trap und für den Rest des Zuges kann man quasi nicht mehr das Duell verlieren, zumindest nicht, indem man Lebenspunkte verliert, weil jeder Schaden, den man bekommt, wird einfach zu, man verliert die Hälfte der Life-Points. Ultra geile Karte, die wird Dinomorphia auf jeden Fall deutlich besser machen, finde ich sehr nice. Und hier haben wir, noch eine Ultra-Rare, sehr, sehr schön. Wie heißt der Typ nochmal? Der ist auf jeden Fall richtig geil für Scareclaw, weil man ihn quasi for free rufen kann und er ist dann einfach ein Schuss. Sehr nice Karte. Ich habe leider irgendwie, wie ist es, Star Shroud oder irgendwie so? Ich weiß es nicht gerade nicht ganz genau, aber sehr, sehr coole Karte. Unsere zweite Ultra Rare finde ich persönlich sehr nice. Sieht ultra schön aus und ich freue mich super krass, wenn diese Karte bei uns rauskommt, weil ich finde Scareclaw jetzt schon geil. Grüße gehen raus an Ehren, der ja wirklich einer der begeistertsten Scareclaw-Spieler ist. Finde ich auch völlig zu Recht. Und ja. Ich freue mich auch, das Deck bald wieder mehr zu spielen. Die haben wir schon gesehen. Den coolen Dino haben wir schon gesehen. Die Doppel-Avatar haben wir auch schon gesehen. Das hier, ich glaube, die haben wir auch noch nicht gesehen, aber ja, gehört irgendwie, glaube ich, auch zu Scareclaw, Albas oder so. Und yo, noch eine Ultra-Rare. Geil, die sieht auch wirklich, wirklich nice aus. Ich glaube, das ist auch, ist das sogar nicht auch ein Spirit-Monster? Sieht auf jeden Fall ultra fett aus. Mit diesen fetten Schwertern. Erinnert mich ein bisschen an so einen Susanoo von Naruto. Nur mit einer noch geileren Rüstung. Hammer. Sieht richtig, richtig cool aus. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber das Ultra Rare, wie gesagt, ich finde, das sieht hier ein bisschen weniger gut aus als bei uns. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es sieht trotzdem sehr, sehr nice aus. Aber bei uns erkennt man gefühlt schneller, dass es eine Ultra Rare ist. Die sind irgendwie ein bisschen heller hier, würde ich sagen, die Karten. Bei uns sind die irgendwie dunkler, aber dafür auch ein bisschen satter. Ist irgendwie so mein Eindruck. Aber mal gucken, was wir hier noch ziehen. Den haben wir schon gesehen. Die Melfi-Karte auch.
Die S-Force-Karte auch. Die Karte haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Gehört, glaube ich, auch zu dem, ist der neue Support von dem Deckteam, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Und dann haben wir hier nochmal den Alekino, diesen dunklen. Sehr, sehr cool. So, Leute, es sind jetzt noch... Oh, boah, okay, es sind doch noch mehr Packs, als ich dachte, weil die so dünn sind. So. Es sind jetzt tatsächlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Packs. Und wir hatten noch keine Secret Rare oder so. Aber wie gesagt, ich weiß auch wirklich nicht, ob das überhaupt normal ist, dass man irgendwie Secret Rares garantiert hat. Bei uns sind ja eigentlich 2 Secret Rares pro Display drin. Nicht immer. Bei meinem letzten Opening hat man ja gesehen, dass es nicht so ist. Aber mein Gott. Oh, die hat man auch noch nicht gesehen. Ich habe das auch eine Branded-Karte. Und oh, cool. Geil, das ist doch hier das Cover-Monster. Sehr, sehr nice. Der neue Firewall Dragon Link 6 Monster auch. Wirklich krass. Ja, heftig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut der für das Firewall-Deck ist. Das müssen Leute, die das Deck gut kennen, besser beurteilen. Aber sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Und wir haben jetzt auch schon 4 Ultra-Rares, glaube ich, gezogen. Mit der Promokarte 5, aber noch keine höhere Rarity. Und ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das... ja, ob das überhaupt garantiert ist, dass man eine höhere Rarity noch ziehen kann. So, hier haben wir schon wieder der Super Heavy Samurai Support. Dann haben wir hier unseren Schoko, unser Schoko-Reptil. Hier haben wir, die haben wir auch schon gesehen. Und dann haben wir hier nochmal diese Mikanko-Karte. Und jetzt hier im nächsten Pack. Ja, können wir hier vielleicht sogar sowas wie eine Starlight ziehen? Weiß ich gar nicht. Es gibt auch, ich glaube, es gibt auch Starlights im OCG. Kennen wir schon. Den Süßigkeitenhund kennen wir auch schon. Die kennen wir auch schon. Oh, Reinforce. Die haben wir tatsächlich noch gar nicht gesehen. Sehr spannend. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus und ist halt für das Rescue Ace Deck. Und dann haben wir nochmal die Mana Dome Search Karte, ist das, glaube ich. So, jetzt sind es wirklich nur noch 4 Packs. Also nach dem hier haben wir noch die Top 3, die wir aufmachen. So, hier haben wir wieder den, also den haben wir gefühlt auch schon 20 Mal gezogen, ey. Richtig krass. Das Ding hier auch. Die auf jeden Fall auch. Das ist eine Mikanko-Karte, die haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Okay, crazy. Und dann haben wir danach nochmal eine Rare. Und ja, auf jeden Fall wieder auch der Support für das Rang 4 Deckthema. So, wirklich die 3 letzten Packs jetzt und ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch eine Secret Rare sehen könnten, weil ich einfach gerne wüsste, wie die sich anfühlen und aussehen. Aber wir fangen auf jeden Fall an mit unserem Schoko-Dino. Dann mit unserer Infinitrack-Karte. Dann unsere, diese Cyburst-Hexe schon wieder. Oh, die Karte hier ist auch richtig krass für Albers. Meiner Meinung nach wirklich, also Albers ist jetzt schon Tier 1 Deck oder Branded. Despia, wie auch immer. Aber diese Karte ändert nochmal alles. Diese Karte ist quasi eine Omni-Negation, die man sich halt, glaube ich, suchen und auch resetten kann. Das heißt, man kann gegen Albers mit einer Karte eigentlich nichts mehr machen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist so bei dieser Karte und ultra krass. Ich habe richtig Angst davor, wenn diese Karte draußen ist, wie Albers bei uns einschlägt. Oh, okay, okay, wir haben doch eine Secret Rare gezogen. Boah, okay, die sieht wirklich schön aus. Auch ganz anders als unsere Secret Rares, auch irgendwie flacher, aber ja, sehr, also wunderschöne Karte. Richtig, richtig nice. Also, ja, der Effekt kommt schon richtig gut rüber. Sieht sehr, sehr nice aus. Ja, gefällt mir sehr gut. Gehört, glaube ich, auch zum Albers-Deck-Thema. Wie sollte es auch anders sein? Wie, gefühlt gehören 50% aller Karten, die rauskommen, mittlerweile zum Albers-Branded-Lore. Aber ja, sieht ultra cool aus. Sehr, sehr nice. Okay, und ich habe das nicht quatscht, jetzt sind es noch 3 Packs. Und okay, Secret Rares sind vorhanden. Sehr, sehr geil. Ich hoffe natürlich, dass wir noch eine Secret Rare ziehen können. Das wäre sehr, sehr, sehr cool. Mana Dome. Dann haben wir hier noch eine von diesen Sternenritterkarten. Diese Karte, bei der ich nicht weiß, was es ist. Oh, eine Super Rare. Die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Ist auch, glaube ich, ein Access Code Monster. Spannend, spannend. Und ja, das hier ist, glaube ich, auch eine Fusions-Search Trap oder so. Sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. So, Leute, 2 Packs to go. Und also ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr happy. Weil es ist ein geiler Eindruck, den wir hier schon bekommen haben, finde ich. Und wir haben einfach eine Secret Rare gezogen. Sehr, sehr cool. So, hier Super Heavy Samurai. Mana Dome. Wieder der coole Dino.
die optisch sehr geil aussehende Karte und noch eine Rare. Die haben wir auch schon gesehen. Okay, Leute, letztes Pack. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, noch eine Secret Rare wäre natürlich echt geil, aber ich will mir jetzt nicht zu viel erhoffen. Und wir haben ja auch eine gezogen und wie gesagt, hier weiß ich gar nicht, ob das so wie Standard das ist, Secret Rares überhaupt zu ziehen. So, wir haben als letzte Karte, also als erste Karte im letzten Pack, so, haben wir nochmal eine Super Heavy Samurai Karte. Dann haben wir nochmal die neue Spirit Karte. Dann haben wir wieder die gute Panel Support Karte. Und dann haben wir, das wird unsere letzte voll sein, nochmal das Mana Dome Synchro Monster. Sieht auch echt cool aus. Es sieht irgendwie fast eher aus wie ein Digimon oder so, oder wie so ein Super, so ein Power Ranger oder so. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und dann als letzte Karte auch noch eine echt gute Karte. Irgendwie, das ist so eine Chaos. Oh, ich glaube, die heißt nicht nur Chaos Hex. Auf jeden Fall sehr spannende Karte, weil man sie machen kann, ohne einen Tuner zu besitzen. Was halt sehr, sehr cool ist. Ja, Leute, das war das Opening zu Cyberstorm Access. Ich gehe nochmal ganz kurz über die Highlights. Natürlich ist unsere Secret Rare hier das Highlight der Box. Richtig, richtig geil. Dann, ja, hier noch eine der Ultra Rares. Auch richtig, richtig schön. Dann noch eine der weiteren Ultra Rares. Sieht auch richtig, also das Ding sieht so geil aus. Ich muss mal echt mal den Effekt durchlesen, weil ich wüsste gerne, was die kann. Ja, dieser Star Shroud oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so heißt, aber sehr gute Karte auf jeden Fall. Eins optisch meiner Highlights sind, also die Karte würde ich mir so krass in Secret Rare bei uns wünschen. Wobei sie dann sehr teuer wird, was auch blöd ist. Und ja. Aber auf jeden Fall sieht die ultra geil aus. Also wirklich mein Favorite Artwork in diesem Set auf jeden Fall. Und dann nochmal diese Albers-Karte, auch sehr, sehr cool. Und ja, einfach ultra, ultra nice. Ja, Cyberstorm Access Opening von einem OCG-Set. Yo Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Für mich war es auf jeden Fall eine echt coole Erfahrung, mal ein Opening zu machen mit einem Set aus Japan, beziehungsweise aus Vietnam, aber original aus Japan. Und deswegen super, super cool. Ich freue mich sehr. Wir haben echt geile Sachen gezogen, finde ich. Ich finde es super spannend, dass die Rarities und so auch wirklich anders aussehen. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkam. Ich hoffe schon. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und eine Sache wollte ich noch erwähnen, die ich nämlich vergessen habe, in meinem letzten Video zu erwähnen. Und zwar, wenn ihr euch das Video nochmal angucken solltet, der Link ist ja hier in der Beschreibung, alles, was in diesem Laden ist, diese ganzen Zeichnungen und diese ganzen Hieroglyphen-mäßigen Sachen und so, das hat der Besitzer alles selbst gemacht. Und das wollte ich nochmal erwähnen, weil in diesen Laden ist so viel Passion reingeflossen und ich finde es einfach nur krass. Das war so, so geil. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall aus. Es ist wirklich eine crazy Erfahrung für mich persönlich zumindest gewesen. Und so viel Herzblut wieder von dem Besitzer reingeflossen ist, da muss ich nochmal extra Props geben. Ist wie gesagt hier unten verlinkt. Und ja, Leute, ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like, Kommentar und Abo da. Das würde mich extrem freuen. Checkt auch gerne den Link zu Gate to the Games unten in der Beschreibung aus. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Euer Francis Gaming.